Hier drin verstecke ich nicht mein Haargel, sondern einen Klettergurt, beziehungsweise einen Hochtourengurt, nämlich den Petzl Altitude. Und was ihn zum Hochtourengurt schlechthin macht, das zeige ich dir in diesem Video. Die Spezifikationen und Eigenschaften des Petzl Altitudes werde ich dir nur in ganz kurzer Form präsentieren. Viel wichtiger finde ich die Frage, kann man ihn eigentlich auch als Sportklettergurt verwenden? Denn verkauft wird er als reiner Hochtourengurt von Petzl. Und die zweite Frage ist, was kann er eigentlich besser und schlechter im Vergleich zu Klettergurten bzw. zu seinem direkten Konkurrenten, dem Petzl Fly? Der Petzl Altitude zeichnet sich durch zwei besondere Eigenschaften aus. Das erste ist das Packmaß. Das sieht man, denn das ist wirklich klein für einen Gurt. Kletter- oder Hochtourengurt, egal. Vor allem für einen Klettergurt wäre das eine unglaubliche Größe. Und kleiner Fun Fact, in diese Tasche, die beim Petzl Altitude dabei ist, würde ich diesen Gurt sogar zweimal bringen. In Wirklichkeit kann ich diesen Gurt noch viel mehr komprimieren, sodass ich zwei Petzl Altitudes in eine einzige Tasche bringe. Absolut genial. Und der zweite Punkt ist das Gewicht. 150 Gramm wiegt der Petzl Altitude in seiner kleinsten Ausführung, beziehungsweise in der Ausführung, in der ich ihn heute hier habe. Das alles ist unfassbar beeindruckend, aber das hat natürlich alles seinen Preis. Nicht nur finanziell, sondern auch was den Komfort und die Ausstattung betrifft. Und das sieht man, wenn man den Petzl Altitude mal auspackt und sich genauer anschaut. Denn man kennt die normalen Klettergurte und sieht ja normalerweise komfortable Polster, große Materialschlaufen, schöne Einstiege für die Beine und dann das. Das liegt grundsätzlich daran, weil der Petzl Altitude dafür konzipiert wurde, möglichst leicht zu sein, wie wir eben vorher schon besprochen haben. Und dadurch funktioniert er ganz ohne Polsterung und verteilt trotzdem die Last aufgrund seiner Konstruktion sehr gut, wenn eben eine Belastung draufkommt. Was ihn außerdem auszeichnet, ist, dass er mehr oder weniger Materialschlaufen an den Beinschlaufen hat. Nämlich diese kleinen Gummilaschen, die dienen in diesem Fall für die Befestigung einer Eisschraube, damit die nicht herumpendelt, sondern die wird mit einem Karabiner hier eingehängt und die Eisschraube selber führt dann hier durch diese zwei Gummilaschen durch. Hochtourengurte, als der nun mal verkauft wird, zeichnen sich durch eine Eigenschaft besonders aus. Ja klar, sie sind leicht und klein, das haben wir alles besprochen, aber vor allen Dingen zeichnen sie sich dadurch aus, dass sie praktisch im An- und Ablegen sind. Jetzt blende ich dir ein, wie man so einen Gurt eigentlich anlegt. Denn das Interessante ist, wenn man ihn zum Beispiel für Skihochtouren verwendet, dass man ihn, wenn man ihn an- oder ablegt, nicht unbedingt auch aus den Skien und aus den Schuhen aussteigen möchte und man normale Klettergurte vielleicht gar nicht über die Skischuhe drüber bringen würde. Das ist bei dem überhaupt kein Problem, denn ich lege ihn an, ohne auch nur ein Bein heben zu müssen. Das funktioniert super praktisch und ich muss sagen, ich liebe es bei jeder Hochtour, wenn alle anderen ihre Klettergurte auspacken und dann anfangen mit ihren dicken Hochtourenschuhen sich durch die Beinschlaufen durchzumanövrieren und ich stehe einfach da und lege meinen Klettergurt ganz von alleine an. Im direkten Vergleich mit Klettergurten gibt es natürlich Nachteile. Der erste, der ist gleich zu Beginn aufgefallen, es ist nämlich der Komfort. Komfortabel anzulegen ist er tatsächlich, aber komfortabel zu tragen ist er leider nicht. Denn Polsterungen hat er tatsächlich gar keine. Das hat den Vorteil, dass er während dem Gehen überhaupt nicht auffällt, weil Polsterungen sind in der Regel, haben einen gewissen Durchmesser und dadurch spürt man sie während dem Gehen ja doch. So, aber der hat überhaupt, also der ist vielleicht 2 mm stark und dementsprechend fällt er überhaupt nicht auf. Aber sobald ich ihn belaste, merke ich natürlich, dass das ganze System nicht sehr komfortabel ist. Die Polster bei einem normalen Klettergurt führen doch dazu, dass ich sehr viel weicher im Gurt sitze, wenn ich zum Beispiel gestürzt bin, wenn ich Pause mache oder auch im Klettersteig mich einmal einhänge. Hin und wieder höre ich die Frage, ob man den Petzl Altitude eigentlich auch fürs Klettern verwenden kann. Denn verkauft wird er als reiner Hochtourengurt. Und Hochtourengurt, das hört sich so an, als wäre das fürs Klettern nichts. Tatsächlich ist es aber so, dass man ihn fürs Klettern verwenden könnte. Denn von den Spezifikationen her gibt Petzl zwar an, dass er für die Hochtouren konzipiert worden ist, erfüllt aber exakt die gleichen Euronormen, hat die gleichen CE-Zertifikate und ist auch vom selben Typ Gurt. Das bedeutet, es ist eigentlich ein Klettergurt. Und wenn ich ihn jetzt aber mit einem normalen Klettergurt vergleichen würde, wie hier einem Einsteiger-Klettergurt von Black Diamond, dann erkenne ich die Unterschiede direkt. Den bringe ich in die
Packtasche von Petzl rein, die wirklich, wirklich klein ist und auch in jeden Rucksack reinpasst. Den bringe ich überhaupt nirgends rein. Egal wie klein ich solche Klettergurte, so richtige Klettergurte zusammenlegen würde, ich würde nicht ansatzweise auf das Packmaß eines Altitudes kommen. Das liegt ganz einfach an der Polsterung. Die Polsterung, wenn ich die zusammenlege, dann drückt sie sich wieder auseinander und das erhöht das Volumen immens. Das hat der Altitude jedem Klettergurt voraus. Außerdem darf man nicht vergessen, dass die Polsterungen ordentlich was wiegen. Also Komfort kommt nie ohne Einschränkungen, was das Gewicht betrifft. Was ist jetzt das Problem? Warum verwenden alle Kletterer Klettergurte, wenn sie so einen leichten Klettergurt eigentlich als Alternative hätten? Erstens, fürs Alpinklettern sind solche Materialschlaufen, wie sie der Altitude hat, natürlich nichts. Da ist es schöner, wenn man große Materialschlaufen hat, auf die viel drauf passt, wo man leicht drauf zugreifen kann, wo man kein Gefummel hat quasi. Diese Polsterungen scheinen sehr unscheinbar zu sein bei den Klettergurten. Sie helfen aber doch die erste große Energie nach einem Sturz etwas komfortabler zu gestalten. Hier gibt es keinen Spielraum beim Petzl Altitude, nämlich gar keinen. Der ist so, wie er ist und der schnürt relativ hart ein. Und wenn man mal Pause machen will oder in der Mehrseillänge relativ lang im Gurt drin sitzt, um zu warten, dass der Partner endlich nachkommt, dann ist der Petzl Altitude einfach das ekelhafteste, was es gibt. Trotzdem, man darf rein zertifikattechnisch mit diesem Gurt klettern. Man darf mit ihm auch auf Klettersteige gehen. Und persönlich verwende ich den Petzl Altitude auch auf Klettersteigen. Ich liebe ihn für Hochtouren, ich liebe ihn für Skihochtouren, aber vor allen Dingen für Klettersteige, denn er ist so unfassbar leicht. Gerade da spielt der Petzl Altitude seine Stärken aus. Immer dann, wenn ich hoffe, den Gurt nicht zu brauchen, aber ihn eventuell brauchen kann. Das ist beim Klettersteig, bei Skihochtouren und bei Hochtouren der Fall. Beim Klettern weiß ich zu 100%, dass ich diesen Gurt brauchen werde. Den Klettergurt im Allgemeinen. Und deswegen sind Klettergurte komfortabler, weil ich einfach öfter den Sinn des Klettergurts nutze im Vergleich zum Hochtourengurt. Außerdem sei erwähnt, dass der Petzl Altitude natürlich auch noch kleinere, andere coole Features bietet, wie zum Beispiel die Tatsache, dass die Schnallen und das Band zur Befestigung bzw. zur Adjustierung der Größe sehr großzügig ausfallen und sehr groß sind, womit es mit Handschuhen sehr einfach ist, den Petzl Altitude auch entsprechend anzulegen bzw. wieder abzulegen, und er ist relativ schnell fixiert. Jetzt gibt es aber noch einen Konkurrenten, nämlich den Petzl Fly. Und der kostet gar nicht so viel mehr, ich glaube 10 Euro aktuell, ist aber nochmal 60 Gramm leichter als der Petzl Altitude. Und trotzdem würde ich niemandem raten, den Petzl Fly zu kaufen, sondern zum Petzl Altitude zu greifen. Der Petzl Altitude versucht, den Komfort eines Klettergurts mit der Praktikabilität eines Hochtourengurts zu verbinden, und er schafft es sehr, sehr gut. Der Petzl Fly verzichtet auch auf alle komfortablen Einstellungsmöglichkeiten. Der Petzl Fly verwendet Kordelzüge und verwendet Bänder, um die Beinschlaufen zu befestigen, um den Hüftgurt quasi hier festzumachen. Also alles in allem ist er natürlich auf super, super leichte Hochtouren ausgelegt. Aber er ist schon so weit weg von Komfort, dass ich ihn persönlich nicht verwenden würde. Also der Petzl Fly ist 35% leichter als der Petzl Altitude. Aber das ist halt eben nur die Relation. In absoluten Zahlen bedeutet das 60 Gramm. Ich bin ein Bergsteiger, beziehungsweise alle in der Alpen Academy sind immer darauf aus, möglichst leicht, möglichst effizient unterwegs zu sein. Und da schauen wir gerne aufs Gewicht. Aber 60 Gramm? Wenn du einen Hochtourengurt hast, dann brauchst du dir keinen Petzl Altitude zulegen. Wenn du einen Klettergurt hast und meistens Probleme mit dem Packmaß in deinem Rucksack hast, dass du nicht alles in den Rucksack bringst, was du gerne reinbringen möchtest, dann kannst du dir überlegen, dir einen Petzl Altitude zuzulegen. Er ist unglaublich praktisch, allein schon deswegen, weil er so viel kleiner ist als normale Klettergurte im Rucksack. Ein absolutes Must-Have ist er aber ehrlich gesagt nicht. Wenn du auf Hochtouren gehst, ab und an, und hauptsächlich kletterst und du hast jetzt deinen normalen Klettergurt, dann verwend den einfach. Es ist nicht unbedingt notwendig, einen Petzl Altitude zu haben, und es ist eher eine Gadget-Spielerei
als ein Riesenvorteil im großen Spiel der Berge. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst und den Kanal abonnierst, um die Alpen Academy zu unterstützen. Bis zum nächsten Mal wünschen wir dir jetzt noch eine schöne Zeit und viel Spaß in der Hochtourensaison 2020. Bergheil!